Ihr könnt Briefe, Bücher und Schriftrollen lesen, indem ihr sie im Inventar benutzt. Ein Eisendolch. Nehmt den Eisendolch im Inventarmenü in die Hand, indem ihr ihn auf euer Bild zieht. Dann gucken wir mal. Ups. So. Mit F zieht ihr eure Waffe. Ist die Waffe gezogen, müsst ihr die Maustaste drücken und dann loslassen, um sie zu schwingen. Je härter ihr zuschlagt, desto mehr Ausdauer wird sie für den Schlag benötigt. Wird für den Schlag benötigt. Mein Gott. Was kriege ich mir denn da für Müll zusammen? So. So. Das sieht dann ungefähr so aus. Aber das wird nicht unsere Waffe auf Dauer sein, keine Sorge. Es kommen noch bessere Waffen. Wie gesagt, ich mobs jetzt erstmal alles, was wir hier kriegen können. Habe ich eigentlich immer gemacht. Lampen und Fackeln können im Inventar benutzt werden. Sie brennen nur eine bestimmte Zeit, ehe sie aufgebraucht sind. Gut zu wissen. Also die halten nicht unendlich. So, dasselbe können wir übrigens auch tatsächlich mit Dietrich machen, soweit ich das weiß. Ne, das ist eine Tamawurzel. Ich würde ganz gerne Dietrich haben. Da ist der Dietrich. Bevor ich den nutzen werde, speichern wir extra nochmal. Ach, ich kann gar nicht speichern. Scheiße. Okay, also das ist ein ziemlich komisches System, muss ich tatsächlich sagen. Weil man muss einfach nur gegenklicken und darauf hoffen, dass es aufgeht. Jetzt hat es noch relativ gut geklappt. Später wird es uns eher Schwierigkeiten machen meistens. Kommt vor allen Dingen auch darauf an, was für Schlösser wir haben. Gut, und vor allem, ihr habt jetzt auch gesehen, wir haben den jetzt zweimal benutzt. Hier steht auch Anwendung 23. Also er kann 25 Mal benutzt werden, ehe er dann zerbricht. So, dann haben wir jetzt unseren Dolch. Gut, dann können wir jetzt hier rausgehen. Also ich denke mal, es wird erstmal eine normale 2-Stunden-Session werden. Euch steht jetzt eine Karte zur Verfügung. Sie zeigt euch eure aktuelle Position an. Und in welche Richtung ihr blinkt. Blickt. Nicht blinkt. Blickt. Ist nur toll, wenn das alles so ein bisschen hier unterdrückt ist. Gravierender Ring der Heilung. Ein magischer Gegenstand, der nicht ohne Grund da ist, wenn ich mich richtig erinnere. Ihr könnt nun über das Magiemenü verfügen, in dem eure besonderen Kräfte, Zauber und magischen Gegenstände aufgeführt sind. Wie alle anderen Menüs wird es durch Drücken der rechten Maustaste aktiviert. Durch Anklicken eines Zaubers oder Gegenstandes kann der aktive Zauber ausgewählt werden. Mit R wird der aktive Zauber vorbereitet und mit der linken Maustaste kann er dann ausgesprochen werden. Gut, soweit so gut. Dann gehen wir jetzt mal hier rein. Drückt Leertaste, um mit dem Hauptmann zu reden. Wählt Stichworte, nach denen ihr fragen wollt. Versucht nicht, ihn zu überzeugen. Wenn ihr nicht gut daran seid, sinkt sein Wohlwollen euch gegenüber. Das ist auch noch so eine Sache. Wir werden irgendwann unsere Redekunst steigern müssen. Und das wird dann ein reines Hin- und Hergelade werden. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Eure Papiere bitte. Locker bleiben, Kumpel. Lasst mich als erstes eure Papiere sehen. Danke. Die Kunde eures Kommens hat mich erst gestern erreicht. Ich hätte jetzt fast errichtet gelesen. Ich bin Salus Gravius, aber meine Herkunft ist unwichtig. Es ist meine Pflicht, euch in Morrowind willkommen zu heißen. Entlassungspapiere aus Inventar entfernt, also solche Anzeigen werden auch immer stattfinden. Morrowind. Ja. Ihr seid in Morrowind. Ich weiß nicht, warum ihr hier seid oder warum ihr aus dem Gefängnis entlassen und hierher verschifft wurdet. Doch die Autorisation... Was? Autorisation? Okay. Kommt direkt von Kaiser Uriel Septim VII. Persönlich. Und nicht... Was? Und mehr als das muss ich nicht wissen. Wenn ihr dieses Kontor verlasst, seid ihr frei. Doch bevor ihr geht, habe ich hier einige Instruktionen in Bezug auf eure Aufgaben. Instruktionen vom Kaiser, also hört aufmerksam zu. Uriel Septim, ja, Uriel Septim ist immer noch der Kaiser. Meinen Anweisungen zufolge hat er persönlich eure Entlassung aus dem Gefängnis und euren Transport hierher genehmigt. Es ist alles sehr mysteriös. Doch so arbeitet das Kaiserreich nun mal. Leise, geheim. Es lässt die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. So ist das mit dem Kaiserreich. Das Kaiserreich, ja, natürlich. Dies ist das Kaiserreich. Dies ist der Wardenfell-Distrikt in der Provinz Morrowind. Und Morrowind gehört seit über 400 Jahren zum Kaiserreich.
Der jetzige Kaiser ist Uriel Septim, der 24. Herrscher der Septim-Dynastie. 24 Herrscher. Leck mir am Arsch. Ihr wart nicht so lange im Gefängnis, oder? Alles in Ordnung mit eurem Kopf? Die Männer sagten, ihr hättet euch etwas merkwürdig benommen, als sie euch vom Schiff hierher brachten. Nee, ist alles gut, danke. Mir geht's gut. Bis auf die üblichen Spinnereien, die ich schon vorher hatte. Aufgaben. Dieses Bündel kam mit den Neuigkeiten über eure Ankunft. Ihr sollt es zu Gaius Cosades bringen. Oder keine Ahnung. In die Stadt Balmora bringen. Geht in die Südwald-Taverne und fragt nach Gaius Cosades. Man wird dort wissen, wo er zu finden ist. Dient ihm, wie ihr den Kaiser höchstpersönlich dienen würdet. Ich habe außerdem einen Brief für euch und auch noch ein bisschen Geld. Euer Tagebuch wurde aktualisiert. Also das Tagebuch ist da ziemlich komisch aufgebaut, finde ich. Deswegen habe ich es kaum benutzt damals. Das weiß ich noch, weil es kommt da auf Dauer ein ziemliches Wirrwarr rein. Das geht recht schnell. Anweisung dem Inventar hinzugefügt. Nachrichten für Gaius Cosades dem Inventar hinzugefügt und 87 Draken haben wir gekriegt. Meldet euch bei Gaius Cosades. Mein Gott, das ist ein Name, ey. In Balmora. Ich kann euch nicht sagen, wo er zu finden ist, aber ihr sollt in die Taverne Südwall gehen und dort nach ihm fragen. Jemand dort wird euch zu ihm führen. Ich bin Jungritter des Ordens von Ebenherz und ein Gesandter des Kaiservolks am Zensus und Steueramt hier in Zedernin. Ich bin stolz, dem Kaiservolk anzugehören. Durch unsere Legion und die Herrschaft des Gesetzes haben wir Frieden und Kultur in die Provinzen von Tamriel gebracht. Ja, ihre Kultur. Das heißt aber nicht, dass die Völker vorher gar keine Kultur hatten. Die hatten auch ihre Kultur, wenn auch auf etwas andere als die. Aber naja, gut, das ist ja immer so eine Sache mit dem Eroberungsgeist des Menschen. Alles andere außer sie selber sind barbarisch, ne? Das kennt man ja auch. Von aus der Römerzeit, alles andere um sie herum war barbarisch, aber sie selber waren natürlich die allerfortschrittlichsten. Ne, ist ja ganz klar. Gut, bei Mora, das wäre noch eine... Ach du Scheiße, ey, das ist ja... Balmora liegt nördlich von Zedernin. Geht durch Pelagiat an der Festung Pelagiat vorbei, über die Schlucht. Vorbei an der Mondfall der Festung, nach Westen über den Odai nach Balmora. Der Südwall ist im Südosten von Balmora, östlich des Flusses. Für eine genaue Beschreibung müsst ihr mit dem Kundschafter Elon in Arilles Handelshaus hier in Zedernin reden. Oder ihr seid neu hier. Nimmt den Schlickschreiter nach Balmora. Schnell, günstig, sicher. Über die Brücke und dann ostwärts. Nicht zu verfehlen. Das ist dieses Riesenvieh, was wir vorhin kurz gesehen haben. Das ist ein Schlickschreiter. Er schreitet weiter voran, ne? Ah, ja. Schlickschreiter transportieren Passagiere und Fracht zwischen den Siedlungen Wadenfell hin und her. Der Preis hängt von der Entfernung ab. Schlickschreiter sind riesige Insekten. In den Panzer der Kreatur wird eine Kabine und für Passagiere und Fracht gehüllt. Der Führer, er steht da wirklich, der Führer lenkt das Tier durch direkte Manipulation der freiliegenden Organe und Gewebestellen. Uah. Schlickschreiter verkehren zwischen Aldrun, Balmora, Zedernin, Zoran, Gnisis, Molagmar, Margan und der nördlichen Anlegestelle in Vivek. Da steht wirklich Vivek. Ich habe damals immer Vivek draus gelesen. Gut, ich glaube, das war es jetzt auch erstmal. Ist auch der Grund, warum ich nicht so viel sprechen werde, nur das, was nötig ist, weil das ist eine ganze Menge Text. Eine ganze Menge Text. Hier sollten wir besser auch nichts klauen, weil sonst kriegen wir es mit ihm zu tun. Das wäre nicht so geil. Also hier gibt es nämlich auch sowas wie bewusstlos schlagen nicht. Also hier wird einfach nur jemand totgeschlagen. Da gibt es nichts anderes. Drücke J, um euer Journal aufzurufen und nachzulesen, was man euch gesagt hat. Ihr solltet vermutlich zuerst Arilles Handelshaus, richtig russisch hier, nein, zu eurer Linken aussuchen. Ihr seid jetzt auf euch selbst gestellt. Viel Glück. Na toll. Wie kann ich denn jetzt laufen? Ach, so laufe ich. Okay, alles klar. So laufen wir. Ach ja, der hatte was mit seinem Ring. Seid ihr der, der das Boot
Ja, den das Brot brachte. Seltsam, ein Boot zu dieser Tageszeit? Ich hoffe, das Kaiservolk hat euch gut behandelt. Könnte schwören, dass sie mir meinen Ring gestohlen haben. Ich könnte schwören, einer der Wachen hat ihn. Letzte Woche vor ihren abendwöchentlichen Ärgern wir Fahrgott-Ritual hätte ich ihn noch. Ein Heilring mit Gravur, ein Erbstück meiner Familie. Ihr habt ihn wohl nicht zufällig gesehen? Ja, wir sind mal so ehrlich. Wie man sieht, der Balken ist gerade heftig gestiegen. Also das ist die Sympathie, ne, die ein NPC uns gegenüber hat. Ihr habt ihn gefunden, erstaunlich. Hab Dank. Ihr seid nun mein bester Freund. Ich werde es den anderen erzählen, besonders Ariel, der mein Freund ist. Und das Handelshaus hier führt. Geht zu ihm, er wird erfreut sein, euch zu sehen. Schön, haben wir schon mal jemanden glücklich gemacht. Dies ist eine wundersame Begegnung. Er hier übrigens ist auch ein Elf, aber kein Dun mehr, so wie wir es sind. Er ist nämlich nicht ein Fall mehr, die kommen später. Er ist ein Boss mehr, ein Waldelf. Also es gibt, lasst mich lügen, ich glaube es gibt vier menschliche Völker. Das sind die Breton, das Kaiservolk, die Nord und die Rotwardon. Das sind die menschlichen Völker. Dann gibt es noch haufenweise Elfenvölker. Es gibt die Bosmer, es gibt die Falmer später, es gibt die Altmer, es gibt die Dunmer. Habe ich irgendein Meer vergessen? Ja, die Orsimer. Die Orsimer, die Orks, die gelten nämlich hier auch als Elfen. Warum auch immer, aber die gelten auch als Elfen. Dann gibt es noch zwei tierische Völker, nämlich die Khajiit und die Argonier. Zu dem werden wir auch noch genauer kommen, denn die haben hier auch eine ja eher nicht so schöne Rolle, sagen wir es mal so. Und wie man sieht hier, die kaiserliche Wache, die läuft hier überall rum. Also das ist wirklich eine Stadt, die fest unter der Kontrolle des Kaiserreichs steht. Oder eher ein Dorf. Übrigens, für diejenigen, die The Elder Scrolls niemals gespielt haben. Also ihr seht ja hier, es gibt hier Wasser, wir können auch tauchen und das alles. Sollte man aber mit Vorsicht tun. Denn hier in diesem Wasser sammelt sich später eine Art von Gegner an, die äußerst nervig ist und leider auch Krankheiten verbreiten kann, nämlich der Schlachterfisch. Und der geht einen mächtig auf den Sack. Es ist so eine Art Kreuzung aus Piranha und Aal. Ziemlich nervig. Aber später gibt es auch noch mächtigere Gegner. Das hier zum Beispiel ist ein Hochelf. Willkommen. Seid ihr an einem Gespräch interessiert? Und die Hochelfen sind die Altmer. Die halten sich für was Besseres, was in Skyrim auf dem Höhepunkt kommt. Also da sind sie so strikt drauf, dass sie wirklich denken so, ach, wir sind die Allergeilsten, wir können jetzt machen, was wir wollen. Tolvis und Tralen. Bei ihr haben wir übrigens einen Boni, weil wir selber in Dunmer sind. Also es gibt tatsächlich einen Boni dafür, wenn man mit Leuten aus der eigenen Rasse spricht. Dann kriegt man einen gewissen Boni, warum auch immer. Aber ich finde das okay. Kurzer Ratschlag, es ist besser, so langsam angehen zu lassen, wenn man das erste Mal nach Morrowind kommt. Wenn ihr mit den Leuten reden wollt, achtet auf ihre Gesinnung. Sie werden es euch merken lassen, wenn sie euch nicht mögen. Oh ja, das werden sie. Und es ist klug, sie auf eurer Seite zu haben, bevor ihr sie um einen Gefallen bittet. Kleines Geheimnis. Seid ihr ein Fremdländer, könnt ihr dätrischen Ruinen in Morrowind vielleicht nicht. So, jetzt habe ich's. Kurz mal aufsetzen. Dädra-Kulte beten die heimtückischen Dädra an. Die Dädra spielen im Laufe der Zeit auch noch eine etwas wichtigere Rolle. Ihr könnt mehr darüber im Tempel erfahren. Vor langer Zeit, bevor der Tempel es verbat, wurden die heimtückischen Dädra Molakbal, Malakat, Sheogorath, Mirunes Dagon in den Schreinen der Dädra angebetet. Und seitdem das Kaiserreich hier ist, ist die Anbetung dieser Dädra in diesen Städten wieder aufgenommen worden. Aber seid gewarnt, es ist gefährlich dort. Vor allen Dingen einen Namen sollten wir uns merken, nämlich Mirunes Dagon. Der spielt im vierten Teil der Elder Scrolls-Reihe eine wichtige Rolle. Eine wichtige Rolle. Die neuesten Gerüchte, da kriegt man hin und wieder mal ein paar interessante News. Aber die News ist jetzt nicht wirklich interessant. Nicht wirklich. Und sie sagt auch immer dasselbe, alles klar. Boah, ich bin schon völlig außer Art. Meine Fresse. Viel zu erzählen. Ja, genau. Zieh du erstmal einen durch. Willkommen in
Arilles Handelshaus. Ich wollte gerade lesen, ich rausche. Nein, ich tausche Waren oder Münzen. Ich habe auch eine kleine Auswahl an Zaubersprüchen zu verkaufen. Kein Kredit. Möchtet ihr einen kurzen Ratschlag? Der ist gratis. Das ist alles, was gratis ist. Möchtet ihr etwas über unsere beliebtesten Tränke wissen? Unsere beliebteste Schriftrollen? Also wir müssen auch Zaubersprüche kaufen, tatsächlich. Also die können wir hier leider nicht so erwerben. Die müssen wir tatsächlich per Zauber kaufen. Was ziemlich ärgerlich ist. Ich werde auch wahrscheinlich früher oder später auch Training betreiben, was ab Teil 4 eher nicht mehr so wichtig ist. Aber hier in Teil 3 ist es tatsächlich doch ziemlich wichtig, hin und wieder mal Training zu machen. Weil das hier mit dem Treffen und das alles anders geregelt ist. Wenn ihr ein hohes Alter erreichen wollt, kauft euch eine Waffe und so viel Rüstung wie möglich und meidet jedoch jeden Ärger. Und übt eure Fertigkeiten, aber nicht an Bürgern. Das wäre heimtückischer Mord. Tötet so viele Schmuggler und Banditen, wie ihr wollt. Banditen haben keine Rechte. Viele Abenteurer verdienen ihr Auskommen, damit Banditen zu töten und auszuplündern. Zum Beispiel dieser Schmuggelpakt unten in Adamasatus. Was? Die Hülle ist in der Nähe der Schlickschreiter-Plattform. Ja, das stimmt. Das war immer die erste Hülle, die ich gleich gelootet habe. Daran kann ich mich erinnern. Übt eure Fertigkeiten. Übt euch erst an Kreaturen und an Banditen und jeden, der euch angreift. Lauft im Zweifelsfall weg. Was? Weglaufen? Sowas kenne ich nicht. Und solltet ihr versehentlich einen Bürger anfallen, tötet ihn auf keinen Fall. Stellt euch einer Wache, zahlt eure Geldstrafe und wascht euren Namen von den Vorwürfen rein. Andernfalls werdet ihr wie ein Bandit behandelt werden. Also auf gut Deutsch, wir werden auch kalt gemacht. So, ich will aber handeln. So, und zwar sollten wir erstmal zusehen, dass wir etwas Ausrüstung kriegen. Das heißt, wir verkaufen mal das hier. Aber mal gucken, was wir hier verkaufen können. Alter, ich bin total außer Atem. Das ist unglaublich. Sonstiges, das wollte ich gerne haben. Können wir zum Beispiel das hier mal verscheuern, den ganzen Kram hier. Das brauchen wir alles nicht. Boah, es ist so lange her, ne? Und ich bin voll drin in dem Spiel. Das ist Wahnsinn. Also das kann echt nicht jedes Spiel. Einmal angefangen und schon bin ich voll drin wieder. Das ist Wahnsinn. So, ich verkaufe mal den ganzen Kram hier. Das brauchen wir alles gar nicht. Also die wenigsten Sachen, die wir brauchen, behalte ich auch bei uns. Zum Beispiel hier die Fackel. Die können wir später auch noch gebrauchen. Und eben halt die alchemistischen Zutaten. Das Buch können wir eigentlich auch verscheuern. Genauso auch das Papier. Den Dietrich behalte ich mal bei mir. Noch irgendwas, was ich loswerden kann. Flynn und Matzke, ich glaube, damit können wir uns auch später totschmeißen. Also weg damit, ruhig. Momentan ist es ja nur eine Last für uns. Also es wird auch später sein, dass wir unser eigenes Zuhause haben. Dann kann es auch passieren, dass ich ein paar Sachen sammeln werde. Aber es soll kein Versprechen sein. Also verlasst euch da nicht zu sehr drauf. So, dann wird es jetzt Zeit, dass wir uns mal so ein bisschen nach Ausrüstung umgucken. Also ich weiß noch, dass ich meistens am Anfang immer die Neigung hatte, weil es so schön billig ist, die Chitin-Rüstung mir zu holen. Und zwar die komplette. Chitin, bevor ihr fragt, was ist denn Chitin? Chitin ist das, wenn ihr... Sagen wir es mal so. Ihr tretet einen Käfer tot. Und dabei hört man ja ein gewisses Knacken. Das ist Chitin. Das ist der Panzer. Chitin ist nichts anderes als ein Insektenpanzer. Beziehungsweise daraus besteht der Panzer. Und wenn es knackt, dann wisst ihr, okay, das Vieh hat einen Chitin-Panzer. Hast du zufälligerweise eine Silberwaffe da? Eine Silberwaffe? Nee, ne? Du hast keine Silberwaffe, oder? Doch, hier, Silberkurzschwert. Eine Silberwaffe hat er. Immerhin. Aber wir sollten uns vielleicht auch erstmal ein Eisenlangschwert mitnehmen, ne? Zumindest ist eins. Also hier ist es tatsächlich auch so, dass wir aufpassen müssen wegen der Qualität unserer Waffen und Rüstung. Seht ihr ja hier einen Zustand 800 von 800, 270 von 570, die Waffe hier schon beschädigt. Da haben wir es nämlich schon. Wir brauchen nämlich dafür dann, entweder brauchen wir dafür einen Schmied. Oder aber dafür eine Schmiedenausrüstung. Wir haben ja zum Beispiel den Schmiedehammer der Gesellen. Das ist zum Beispiel auch eine Eigenschaft, die in den späteren The Elder Scrolls Teilen tatsächlich verloren geht. Also die ist für später gar nicht mehr verfügbar. Ab dem vierten Teil gibt es das gar nicht. Ab dem fünften Teil ist man selber in der Lage, seine Sachen zu schmieden, zu veredeln und
noch irgendwas, glaube ich. Und das war es dann. Aber hier ist es tatsächlich so, dass wir dann auch unsere Waffen und Rüstung tatsächlich auch instand halten müssen. So, das haben wir jetzt an den Mann gebracht. Er freut sich. Ich freue mich auch, denn jetzt haben wir eine volle Rüstung. So,